Hallo und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer bei timetodo.ch. Heute bin ich alleine im Studio. Ich habe nur via Internet ein Interview. Warum? Es geht um einige Hintergründe. Seit den letzten paar Jahren kriege ich immer wieder Mails, wo es um das Thema geht: Geldanlage, Wertanlage. Wir wissen ja, Gold ist so eine Thematik, wo es viele Irrtümer auch gibt, wo viel Blödsinn erzählt wird und wo der Endverbraucher letztendlich nicht genau weiß, wo kriegt er wirklich das und wie kriegt er das, dass es auch seins ist und so weiter. Als mir das einfach zu bunt wurde mit der Thematik, dass ständig ich da rum bin, dann bin ich ins Internet, habe mir die Goldpreise von Banken angeschaut, dann habe ich mir die Goldpreise von Goldhändlern angeschaut, gibt's ja alles. Und immer wieder komme ich auf einen anderen Preis. Und mir war gar nicht ganz klar, wie funktioniert das? Wie entsteht denn ein Goldpreis? Wer weiß denn was, wieso Gold per Kilo, wieso ist Gramm teurer wie das Kilo? Gold ist doch Gold. Dann kommt ja Verarbeitung und hin und her und rauf und runter. Dann habe ich mich dran gemacht, ist jetzt 7 Monate her, um zu sagen, ich werde jetzt eruieren, wo kommt Gold her, wie kommt es hierher, wie wird es eingeschmolzen und wie können unsere Zuschauer Gold, und jetzt kommt das Stichwort, zum London Fixing Preis kaufen. Erstmal, was ist das überhaupt? Es gibt einen London und einen New York Fixing. Das bedeutet, da wird täglich der Goldpreis festgelegt. Fragen Sie mich nicht nach welchen Kriterien, das kriegen Sie nicht so klar gesagt. Manche sagen nach geschürften Mengen, andere sagen, ja, das ist Manipulation. Die Dritte sagen, ja, die hocken beim Kaffee und tun sich einfach irgendwas ausdenken. Also wie der Goldpreis und nach was der wirklich festgelegt wird und welche Spielereien da im Hintergrund in diesen Milliarden- oder Billionengeschäften sich abtun, das wissen wir nicht. Aber es ist auch für uns gar nicht interessant, das zu wissen. Was ist denn für mich als Kunde oder als jemand, der Gold kaufen will, wichtig? Erstens, warum? Wenn wir uns jetzt unsere Märkte anschauen, wenn wir uns Aktienmärkte anschauen, wenn wir uns das Geldgeschäft anschauen, wenn wir in die Presse gehen und Nachrichten und Kommentare, also eins scheint durchweg immer die gleiche Aussage zu sein, und zwar, irgendwann erwartet man, dass unsere Währungen crashen. Was bedeutet das? Einer der Punkte kann sein, dass es mittlerweile auf der Welt 3-mal so viel Giralgeld gibt, wie es wirklich an Werte gibt. Also stellen Sie sich das folgendermaßen vor: Wir haben Konten aller Millionäre und bis zu jedem Einzelnen, bis zum Hartz-IV-Empfänger, und da sind Zahlen drauf. Beim Hartz-IV-Empfänger bleiben die nicht lange drauf, weil er am ersten Tag, wo das Geld kommt, sofort auf die Bank geht und das Geld in Cash sich herunterholt. Aber das ist die Ausnahme. Schauen Sie, wie funktioniert es im wirklichen Leben? Sie sind irgendwo angestellt oder sind selbstständig, haben ein gut gehendes Geschäft oder ein gutes Einkommen. Jetzt kommen XY, sage ich jetzt einfach mal 10.000 Franken, auf Ihr Bankkonto. Was tun Sie damit? Das Wenigste, was Sie damit tun, ist Bargeld. Wo brauchen Sie noch Bargeld? Parkuhr, Parkautomaten, in der Kneipe das Bier bezahlen. Ich meine, da gibt es heute auch schon diese drahtlose Geschichte, Bitchbum, da ist Bier bezahlt. Es gibt Menschen, die lassen sich Chips in die Arme setzen, dann wird das automatisch abgerechnet, wenn ich da durch irgendeine Kontrollschranke laufe oder ähnliches. Also, es heißt, es sind Zahlen auf dem Konto, und wenn Sie etwas bezahlen, tun Sie heute was in der Masse? Sie machen das per Online oder per Überweisung. Was heißt das? Das heißt, die Zahlen, die auf Ihrem Konto stehen, verändern sich, und die Zahlen auf dem Empfängerkonto verändern sich ebenfalls. Das heißt, es ist aber nichts passiert. Es wurde nur ein Wert, der Ihnen zugerechnet wurde am Gehalt, also Ihre Leistung wird bewertet, wird Ihnen dann auf einem Konto zur Verfügung gestellt, und damit bezahlen Sie Ihre Miete, Ihren Strom, Ihr Telefon, also alles per Überweisung. Und jetzt erscheinen diese Zahlen wieder auf einem anderen Konto. Und jetzt stellen Sie sich vor, am Tag heute drücken wir auf die Stopptaste und alle Beträge auf allen Konten, nicht Bargeld, nur alle Beträge auf allen Konten ziehen wir zusammen weltweit, dann haben wir 3-mal so viel Werte in Giralgeld, also in Zahlen auf Konten,
als es überhaupt Werte auf der ganzen Erde gibt. Also ich rede jetzt von jedem Löffel, von jedem Tisch, von jedem Rechner, von jedem Schränkchen, von jedem Stuhl, von jedem Kugelschreiber, von jedem Hundehalsband, was auch immer, von allem, was wir an Nahrung kennen und so weiter. Also alles, was Sie in der Welt kaufen oder verkaufen können, rechnen wir zusammen. Und siehe da, wir haben dreimal so viel Geld. Jetzt wird nicht jeder vernünftige Mensch sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Natürlich stimmt irgendwas nicht. Das sind die Auswüchse von Spekulationen und Investmentbanking und ähnlichen Geschäften, die Geld in wundersamer Geldvermehrung hebeln oder was auch immer sie machen, dass plötzlich sich Geld innerhalb eines Jahres sogar verdreifachen kann. Es ist so, werden wir daran nichts ändern können, weil wir haben da keinen Einfluss, aber was heißt das denn für mich als in Anführungszeichen Normalbürger? Für mich heißt das, ich muss irgendwo gucken, dass ich meine Schäfchen ins Trockene bringe. Denn was passiert bei jedem Crash, wenn wir zurückschauen, 1928, große Börsencrash in New York, was ist passiert? Plötzlich standen alle vor dem Nichts. Und mit was wollen Sie jetzt, oder wenn es zu einer Inflation kommt, wo plötzlich sie Geldscheine vorfinden, wo eine Million, Milliarde, Billion oder 100 Billionen draufstehen und sie kriegen für einen Schubkarren voll Geldnoten, also Papiergeld, kriegen sie gerade mal ein Brot für einen Schubkarren voll. Dann merken sie, gerät irgendwas aus den Fugen. Ob die einen jetzt von Inflation reden oder die anderen von Deflation, das spielt für mich keine Rolle. Entscheidend ist, der Normalbürger verliert alles, weil in der Masse hat er einfach ein bisschen Geld auf dem Sparkonto, das löst sich dann in Luft auf. Und er hat noch ein bisschen Bargeld, das löst sich auch in Luft auf. Und somit steht er vor einem Riesenproblem. Wie kriege ich beim Bäcker mein Brot? Wenn Sie heute Analysten fragen, dann sagen die Ihnen immer das Gleiche. Eine differenzierte oder diversifizierte Strategie. Das heißt, ein Drittel in Gold, ein Drittel in Immobilien Ihres Vermögens und ein Drittel hat man früher gesagt in Aktien. Wir werden in der zweiten Hälfte der Sendung noch ein Interview führen mit Professor Dr. Franz Hörmann, der an der Wirtschaftsuni in Österreich einen Lehrstuhl hat, und mit ihm werden wir noch mal über das Thema Gold sprechen. So, gehen wir zurück zum Anfang. Das heißt, ich wollte eigentlich wissen, wie kriege ich denn Gold in vernünftigen Stückelungen? Was nützt mir denn ein Kilo Barren Gold? Jetzt muss man wissen, ich habe hier mal so ein kleines Wunderwerk in meiner Hand. Das ist Gold, was ich hier in meiner Hand halte, liebe Zuschauer. Und das hier ist ein Grammbarren. Und wenn ich jetzt da hinten drauf gucke, da ist eine Kodierung drauf, da steht die Grammatur, da steht eine Nummer. Der Barren ist versehen mit verschiedenen Stempeln und einer Nummer. Und jetzt muss man wissen, nur wenn Ihr Gold so verpackt ist, ist es für den Empfänger echtes Gold. Wenn Sie es raustun, erstens zerkratzt es und zweitens, vielleicht haben Sie schon mal die Wolfram-Story gehört. Wolfram hat das ähnliche, ganz, ganz gering unterschiedliche spezifisches Gewicht wie Gold. Sieht genauso aus. Was haben Schlauer gemacht? Haben das Innere des Goldbarrens aus Wolfram gemacht und nur außen eine wenige Millimeter dicke Schicht, wie Sie den Barren überzogen haben. Sieht aus wie Gold, ist aber keins. Also, wenn es hier drin ist, und so bekommen Sie es original von der Schmelzerei, in diesen, da haben wir nochmal eine andere Art, das ist jetzt vorne blau, wenn die Kamera mal ein bisschen ranfahren kann, dann sieht man das. Das ist auch ein Barren einer Schmelzerei. Und jetzt kann man immer sehen, überall ist das Gleiche. Auch da sind auf der Rückseite dann die entsprechenden Zertifizierungen drauf, ein Strichcode. Jede Bank kann das auslesen und man sieht natürlich, ob es original verpackt ist. Das heißt, wenn Sie Ihr Gold irgendwann verkaufen wollen, dann nur so. Wenn Sie es raustun, muss die Bank erstmal das Gold prüfen, ob da drin wirklich Gold ist. Wenn es original verschweißt ist von der Schmelzerei, ist es wie Bargeld. Das heißt, jeder, der sich auskennt, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt da ein Gramm Gold habe und da 5 Gramm Gold habe, so, was ist es jetzt wert? Wie gesagt, wenn Sie heute Gold kaufen bei einem Händler, kriegen Sie immer unterschiedliche Preise genannt. Hier sehen Sie jetzt auch einen 10-Gramm-Barren, einen 5-Gramm-Barren und einen 2,5-Gramm-Barren. Die sind jetzt so gelabelt und ist, wie gesagt, die Rückseite überall gleich. Also jetzt wissen wir,
Wie muss Gold aussehen, wenn ich es kaufe? Und wie gesagt, stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Kilobarren gekauft. Jetzt müssten Sie da, wenn es in der Notzeit beim Bäcker ein Brot haben wollen oder beim Bauern Gemüse, beim Metzger vielleicht ein Schweinestück, dann können Sie nicht einfach von Ihrem Goldbarren ein Stück absägen. Natürlich, es würde gehen. Aber das ist keine Zertifizierung. Wie will der Gegenüber wissen, ob das wirklich Gold ist oder ob es irgendwas anderes ist? Also, je kleiner die Stückelungen sind, desto besser sind sie für Sie anzuwenden. Denn wie gesagt, auch die Gefahr eines Überfalls ist natürlich groß, wenn man mit einem Kilo Gold durch die Gegend spaziert. Das hat schon einiges an Wert. Und dann gibt es natürlich auch böse Buben, die dann gern das hätten und Ihnen dann auf den Kopf hauen und versuchen, das Gold Ihnen abzunehmen. Also auch da sind die kleinen Stückelungen besser. Wie weiß ich jetzt den Wert, liebe Zuschauer? Wie weiß ich denn, was das Gold jetzt wert ist? Und als wir dann fertig waren und erkannt haben, dass wir eigentlich eine Mine brauchen. Eine Mine, die uns das Gold liefert. Und zwar in eine Schweizer Schmelzerei. Denn wenn Sie einmal reinschauen, Rohgold ist schmutzig, das würden die meisten Menschen als Gold gar nicht erkennen und hat nur zwischen 22 Karat, also kein Feingold. Feingold hat 24 Karat, ist 995 oder höher 999. Ab da heißt das Feingold und das ist auch das, was geliefert wird Feingold. Also, was habe ich getan? Wir haben uns zusammengetan mit einem Menschen, der dieses Geschäft kennt. Wir haben in Afrika eine Mine gesucht, die liegt in der Zentralafrikanischen Republik. Haben uns dort angeschaut, ob da fair gearbeitet wird. Fair bedeutet, keine Kinder beschäftigen und annehmbare Arbeitsbedingungen, also auch nicht 20-Stunden-Schichten und auch nicht in einer Mine, wo du jeden Moment denken musst, die Decke kommt runter. Ich meine, mit unseren Sicherheitsvorschriften, die wir hier in Europa kennen, kann man Afrika nicht vergleichen. Und man muss wissen, mit 14 Jahren geltest du in Afrika schon als erwachsen. Manche Mädchen werden mit 12 schon verheiratet. Das sind alles Eigenheiten eines Landes, da können wir uns gar kein Urteil darüber erlauben, denn das ist denen ihre Geschichte. Also, das heißt, es arbeitet niemand dort unter 14. Und wie funktioniert's? Hunderte von Goldsuchern und natürlich Minenarbeitern bringen dann zur internen Schmelze ihr Gold. Das ist teilweise Pulvergold, das wird gewaschen aus Flüssen, das sind Nuggets, das ist ganz, ganz verschiedenes Gold und das bringen die alle dahin, plus die Minenarbeiter und dann wird es in sogenannte Rohgoldbarren geschmolzen. Die sehen aus wie Platten, wie gesagt, sind schmutzig, sind unschön, nicht so wie wir es kennen, so toll poliert, wie das Gold hier ist und schön gemacht. Nein, 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 so sieht es nicht aus. Dann wird das Gold per Kurier von der Goldschmelzerei bei der Mine, wird es mit bewaffneten Soldaten, also das ist in Afrika auch etwas anders, da sitzen dann auf den Jeeps 3-4 Soldaten mit Maschinenpistolen, natürlich scharf geladen, und fahren dann Vollgas, mit einer hat dann Lalülala drauf, und dann fahren die da Vollgas bis zum Flugplatz, direkt an den Zollschalter hin. Dort wird das Gold nochmal nachgewogen und in den Zollpapieren Ausfuhrstempel drauf. Dann fliegt der Kurier via Paris nach Zürich. Auch dort wird überall nachgewogen und kontrolliert. Er kommt in Zürich an. Dann wird in Zürich ebenfalls das Gold durch den Zoll überprüft. Die Menge, das Gewicht ebenfalls gestempelt. Und dann geht es direkt zur Schmelzerei. Entweder per Sicherheitskräfte oder per Inlandsflug, je nachdem, welche Goldschmelzerei da in der Schweiz in Anspruch genommen wird. Und Sie erhalten dann Ihr Gold direkt von der Schmelzerei. Denn dort wird es so, wie Sie es bestellen, gegossen und ist dann bei einem Tag X abrufbereit. Also das heißt, das Gold können Sie bestellen über einen Ablauf. Die Mine heißt Adama Swiss. Und hat auch eine Repräsentanz hier in der Schweiz. Das ist Ihr Lieferant. Jetzt können Sie natürlich sagen, ich würde nie in Afrika was bestellen, vielleicht kriege ich da gar nichts. Wissen wir. Aus dem Grund haben wir ein Treuhandkonto über eine Zürcher Anwaltskanzlei dazwischen geschaltet. Das heißt, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Sollte das Gold aus irgendeinem Grund nicht lieferbar sein, dann wird das Geld zu 100% rückabgewickelt. Also eine ganz einfache Geschichte. Und der zweite Punkt ist jetzt nochmal, ja, was kostet denn das Gold? Und jetzt schauen wir mal.
Da gibt es eine Seite, die nennt sich www.kitco.com. Das blenden wir jetzt einmal kurz ein. Sie merken sich das, www.kitco schreibt sich, wie es da oben links steht, kitco.com. Dann sind Sie auf dieser Seite. So, jetzt will ich wissen, was mein Gold kostet. Dann klicke ich hier drauf, auf der linken Seite. Dann wechselt sich das und was sehe ich jetzt auf dem Bildschirm? Ich sehe jetzt hier links steht der Goldpreis und rechts steht die Grammatur normalerweise. Hier sehen wir jetzt Swiss Francs und rechts das Gramm. Also, das heißt, heute würde das Gramm Gold in Swiss Franken würde 40 Franken 40 Rappen. Das ist jetzt der Goldpreis und der steht seit 23. Oktober 10.59 Uhr. Also, was heißt das für Sie? Im Ablauf hier, wenn Sie Gold haben wollen, bekommen Sie vom Unternehmen das hier zugeschickt. Da drin ist einmal der Ablauf, wie das Goldgeschäft abgewickelt wird, beschrieben. Ein paar Bilder sind drin von den Goldbarren und dahinter hängt ein Bestellformular. Und wenn ich mir das anschaue, dann steht da drin, Gesamtgewicht der Barren in Worten und jetzt kommt aktueller Tageskurs vom Schweizer Franken in Gramm, würde jetzt hier drin stehen 40 Franken 40 Rappen. Dann kommt rein das Datum, das wäre heute der 23. Oktober und die Zeit. Und das, was Sie hier auf dem Bildschirm sehen, wir blenden es noch einmal ein. Das, was Sie hier sehen, liebe Zuschauer, wird als Bildschirmfoto. Das heißt, wir schneiden genau das aus, was wir jetzt hier sehen. Und das wird an Ihre Bestellung angehängt. Das bestätigt den Kurs. Das heißt, Sie kaufen Gold in Stückelungen 5 Gramm, 20 Gramm oder 100 Gramm. So wird es angeboten. Bei größeren Mengen können Sie andere Stückelungen haben. Das müssen Sie aber separat anfragen. Das ist das Standardprogramm. Und jetzt bestellen Sie 10 Barren, a 5 Gramm, und zwar genau zu diesem Preis. Und dann kann man immer einmal wieder aktualisieren. Jetzt blenden wir es nochmal ein. Jetzt zum Beispiel sehen Sie, im Moment hat sich der Goldpreis aktualisiert, live in der Sendung. Jetzt steht hier 23. Oktober 11.01 Uhr. Und jetzt ist er bei 40,41. Das heißt, hätten Sie vor 2 Minuten gekauft, hätten Sie jetzt einen Rappen pro Gramm Gold bereits Profit gemacht. Hört sich gut an. Wenn Sie das vergleichen, werden Sie sehen, das ist ein Preis, den kann niemand unterbieten. Natürlich kann er das, wenn er selbst der Goldminebesitzer ist, kann er Ihnen auch das Gold zum halben Preis geben, weil er holt es ja aus dem Boden. Und er muss ja nur die Kosten rechnen, die es kostet, das Gold aus dem Boden zu holen, zu raffinerieren, zu Feingold zu machen. Und wenn ihn das nur 20 Franken kostet, kann er Ihnen das Gold theoretisch um 25 Franken verkaufen und hätte auch noch 5 Franken Gewinn gemacht. Aber es wird ja alles gehandelt zu offiziellen Preisen und so weiter. Da ist die Welt schon recht klein geworden. Es wird Ihnen also der Kurs bestätigt, dann zahlen Sie auf das Treuhandkonto den Betrag, also Gramm mal Grammpreis, auf das Treuhandkonto ein und wenn Ihre Lieferung da ist, bekommen Sie eine E-Mail mit dem Inhalt, Ihre Bestellung ist eingetroffen und dann können Sie beim Treuhänder Ihr Gold abholen. Also das mal zum Ersten. Zum Zweiten, wie ermitteln Sie den Kurs? Über Kitco und wie gesagt, Sie gehen kein Risiko ein, da Ihr Geld sicher auf dem Treuhandkonto ist, bis Ihr Gold geliefert wird. Jetzt wollen wir natürlich auch mal reinschauen in die ganze Geschichte. Wie ist denn die Entwicklung? Ist das womöglich nur so ein Hype oder will da irgendjemand schnell Geld verdienen und am Schluss womöglich habe ich Verlust gemacht, weil dann irgendwann der Goldpreis ins Bodenlose fällt und ich habe vielleicht mein Geld halbiert. Was denken denn Spezialisten oder wie sieht denn die Entwicklung des Goldpreises aus? Jetzt holen wir uns einfach mal so einen Chart hier auf unser Display und schauen uns das einmal an.
Da sehen wir jetzt zum Beispiel die Entwicklung des Goldpreises am Tag. 24 Stunden Spotgold. Und da sehen Sie, heute ist der Kurs runtergegangen. Eben ging er wieder ein bisschen hoch. Das sehen Sie auch. Und jetzt können Sie auf der Seite auch mal weiterschauen. Zum Beispiel, das ist jetzt nicht London, sondern New York, die Entwicklung des Goldpreises. Gehen wir noch mal ein bisschen runter. Hier ist es jetzt ganz interessant. Oben links sehen Sie 30 Tage Gold, die Entwicklung des Preises. Rechts sehen Sie 60 Tage, darunter 6 Monate, ein Jahr, drunter noch einmal 5 Jahre und dahinter sogar 10 Jahre. So. Also wenn ich mir das anschaue, sind wir eigentlich im Moment, was das Kaufen betrifft, in einer komfortablen Situation. Wenn ich mir so den Preis angucke, über die 10 Jahre hinweg hatte er ungefähr, das war, wann war das, 2011, glaube ich, im Oktober, absoluter Höchststand gehabt. Da war die Unze Gold weit über 1800, kurz vor, genau, 19.900 Dollar war der höchste Kurs und 700 der tiefste. Das war im Oktober 07. Und dann ging es eigentlich bergauf, zwischenzeitlich wieder ein bisschen bergab und er hat sich so zwischen 1200 und 1400 Dollar hat sich die Unze, die Feinunze Gold fixiert. Das ist für Sie so, um sich mal einen Überblick zu verschaffen. Im Moment, sage ich, auf die Zukunft gesehen, ist Gold eigentlich im Moment sehr, sehr interessant, um das zu tun. Ich lese sehr viel, das muss ich in meinem Job, um mich zu informieren. Und ich lese natürlich auch nicht nur die Mainstream-Geschichten, sondern ich lese natürlich auch alternative Presse. Erzeugnisse, unter anderem das Magazin 2000. Finden Sie an Ihrem Kiosk in der Schweiz oder Sie können es abonnieren. Hier finden Sie Hintergründe drin, die Sie nicht so jeden Tag finden. Und dann habe ich einen Artikel gefunden, der mich besonders begeistert hat und den möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Wenn wir es einmal einblenden, die Headline: Rothschild flüchtet ins Gold. Darunter steht als Untertext: Sein Zentralbankensystem ist gescheitert. Ich will Ihnen mal jetzt ein paar Textausschnitte vorlesen. Da steht zum Beispiel auf der Seite hier in diesem Bereich, da, wo sind wir mit da aus? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Hier. Da. So. Da steht dann, in seiner halbjährlichen Rede vor den Aktionären von RIT Capital Partners hat Jakob Rothschild bekannt gegeben, dass sie ihre Exposition am Aktienmarkt und in Devisen reduzieren und ihre Goldbestände erhöhen werden. Weiter hat er gewarnt, dass sich die Welt jetzt in unbekannten Gewässern bewegt und die Konsequenzen unmöglich vorherzusagen scheinen. Dann habe ich den Artikel weitergelesen und dann gibt es natürlich noch einige Berühmtheiten in diesem Bereich. Wenn wir da mal weitergehen, diesen Herrn hier unten, den kennen Sie bestimmt auch, das ist George Soros, ist ein US-amerikanischer Investor ungarischer Herkunft und Betreuer vieler Fonds, auch er kaufte Mengen an Gold. Und es ist unmöglich, die unbeabsichtigten Konsequenzen sehr niedriger Zinsen vorauszusagen. Er ist der beste Mann für die Voraussage dessen, was geschehen wird, weil er selbst und andere Globalisten-Eliten die Zeitlinie der Katastrophen geschaffen hat, welche wir regelmäßig analysieren und voraussagen. Und es ist kein Zufall, dass George Soros fing vor ein paar Monaten an, massiv in Gold zu gehen und ebenso sein Kumpel Chris Bean. Wenn wir das Ganze uns weiter anschauen, dann warnte auch Rothschild, tatsächlich warnte er im Grunde, dass Jahre des übertriebenen Gelddruckens und Nullzinsen die Volkswirtschaften auf der Welt zerstört haben. Und am Schluss steht in dem Artikel, ich gehe da noch mal etwas höher, hier auf der rechten Seite, falls Sie noch nicht damit angefangen haben, eine signifikante
signifikante Portion ihres Vermögens außerhalb des Finanzsystems, Banken, Fiat-Währungen, den gesamten Aktienmarkt, ausgenommen Goldminienaktien, zu bewegen, dann bereiten sie sich auf ihre Opferrolle vor. Wenn Rothschild verkündet, dass sein eigenes Zentralbankensystem in unbekannten Gewässern unterwegs ist, es als das größte Geldpolitik-Experiment der Weltgeschichte bezeichnet und jetzt in Gold geht, dann sollten sie ihm auf den Fersen sein oder besser noch direkt vor ihm. Wir kommen einem massiven Ereignis jetzt sehr nahe. Die meisten der größten Globalisteneliten warnen nicht nur davor, sondern gehen in Edelmetalle und Minenaktien und somit raus aus den allgemeinen Aktienmärkten. Es war niemals eindeutiger und sie haben auch niemals mehr Warnungen erhalten. Trotzdem handeln die meisten Menschen nicht. Viele sind sich nicht einmal darüber im Klaren, wie nahe an der Kante wir bereits tanzen. Ja, liebe Zuschauer, das ist dann der ganze Artikel. Wie gesagt, gibt es bei uns als PDF. Und wenn Sie dieses Magazin, es ist die Ausgabe Oktober, November 2016, und dort war der Bericht schon drin, und wenn ich jetzt von da den Goldpreis verfolge, hat er langsam immer mehr zugelegt. Also, liebe Zuschauer, wo ging es mir darum? Mir ging es darum, Ihnen die Möglichkeit zu zeigen, wie können Sie an Gold kommen? Wie können Sie Gold zum besten Preis erwerben? Und was ist mit Gold möglich und was ist nicht möglich? Deswegen auch mein Ratschlag, keine Kilobarren sich zuzulegen, sondern kleinere Stückelungen, die irgendwann, wie gesagt, wie Bargeld sind. Und der Kollege von mir, der einen Bankjob innehat, der aber nicht vor die Kamera treten wollte, weil das seine Bank nicht möchte, kann ich verstehen, sagte mir dann, und die Menschen sollen ihr Gold möglichst bei sich haben, weil wenn die Währungen krachen, werden auch Banken davon erwischt. Und wir wissen, die Bank darf ihre Werte halten, denn wenn sie der Bank Gold ins Schließfach packen oder Geld auf ihr Konto zahlen, haben sie kein Guthaben, wie das so man sich vorstellt, sondern sie geben der Bank rechtlich einen Kredit. Und wenn der nicht zurückzahlen kann, haben sie Pech gehabt. Also wäre auch die Überlegung unsinnig, das Gold in ein Bankschließfach zu packen oder das Gold bei der Bank zu lassen und sich rein ein Zertifikat ausstellen zu lassen, weil ein Stück Papier, wenn es kracht, ist die Bank zu, dann komme ich weder an mein Schließfach, noch werde ich über das Papier irgendwas bekommen. Und dann gibt es ja diese Einlagensicherungsgeschichten und so weiter. Ich sage den Leuten immer, an einem sicheren Ort, wo sie vertrauen, bunkern Sie immer ein bisschen Bargeld, bunken Sie ein bisschen Gold und schauen Sie, dass Sie Freunde haben. Weil das Wichtigste, was wir in Notsituationen brauchen, werden Freunde sein. Nach der Pause werden wir uns das Interview mit dem Professor Dr. Franz Hörmann anhören und noch einige Informationen Ihnen geben, wie Sie das abwickeln können. Bis gleich nach der Pause. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, meine Lieben, wir sind wieder da. Unser Thema Gold heute. Wie komme ich zu Gold? Sicher und zum besten Preis. Und jetzt läuft neben mir ja live der Kitco-Rechner. Und jetzt schauen wir, blenden es kurz noch einmal ein. Hätten Sie eben Gold gekauft? Schauen Sie, jetzt ist der Goldpreis bereits Programm auf 40 Franken 43. Das heißt, wir hätten bereits 35 Rappen um den Dreh pro Gramm gut gemacht. Das wäre natürlich schon eine Erfolgsstory. Und es wird für Sie ein Spiel, dann jeden Tag auch zu schauen, wie sich der Preis entwickelt. Aber selbst, liebe Zuschauer, wenn er nicht steigt, dann haben Sie ja den Wert trotzdem in der Hand. Und wie gesagt, wenn er ein bisschen fällt, ist das auch nicht schlimm, denn er steigt auch danach wieder. Das haben wir gesehen. Und wie gesagt, was hat der Herr Rothschild hier gesagt, er vermutet den Preis einer Feinunze Gold, wo steht's? Wir vermuten, dass sich die Unze Gold in den nächsten paar Jahren
auf 8.000 Dollar anheben wird. Heute können wir uns ja mal anschauen. Machen wir das mal, dass Sie sehen. Wenn wir das noch mal einblenden, dann kann ich den Zuschauern zeigen, wie Sie das machen können. So, jetzt gehen wir da oben hin. Und da hatten wir jetzt Schweizer Franken. Jetzt gehen wir mal auf US-Dollar. Und hier gehen wir nicht auf Gramm, sondern auf die Unze. Und was sehen wir? Die Unze kaufen Sie um 1.275 Dollar. Würde bedeuten, wenn Sie eine Unze in der Schweiz kaufen, dann ist Ihr Kurs, wo sind wir, wo ist die schöne Schweiz? Wie haben Sie jetzt gestrichen? Hongkong, China, da, Swiss Francs. So. Da sind wir, da unterscheidet sich nicht viel. Schweizer Franken kostet die Unze 1257,61. Das heißt, Dollar- und Frankenkurs ist ungefähr gleich. Also, wenn er vermutet auf 8000 Dollar, dann würde sich der Wert vervierfachen. Ich hatte vor kurzem eine Kundin hier, die auch schon Gast in meiner Sendung war, die hat vor über 10 Jahren Gold gekauft. Da war die Unze noch auf 380 Dollar, müssen Sie sich mal vorstellen. Und heute hat sie schon ihren Wert vervierfacht. Also, so kann es gehen. So ist der ganze Hintergrund. Liebe Zuschauer, jetzt möchte ich noch hinweisen auf das Interview mit dem Franz Hörmann. Der Franz, wie gesagt, ist ein Finanzspezialist. Ihn frage ich immer mal gern zu den Hintergründen. Das hören wir uns jetzt einmal kurz an. Dazu viel Vergnügen. Liebe Zuschauer, ich bin jetzt via Internet verbunden mit Professor Dr. Franz Hörmann. Unser Thema ist Gold. Gold kaufen, Gold nicht kaufen, wird Gold zulegen, gibt Gold Sicherheit, alles rum ums Gold. Professor Dr. Franz Hörmann beschäftigt sich sein lebenslang mit den Finanzmärkten. Er hat einen Lehrstuhl an der Universität in Wien. Ich freue mich, dass er Zeit hat. Hallo Franz. Ja, hallo Norbert. Also ich bin außerordentlicher Professor an der Wirtschaftsuniversität, um das richtig zu stellen. Das wollten wir noch sagen, ne, dass wir dir den falschen Titel umhängen. Genau. Es geht mir darum, Franz, diese ganze Thematik Währung, Angst, Crash, neue Währungen, man liest und hört unglaublich viel. Mhm. Viele Menschen kommen immer und fragen und sagen, Mensch, Gold und ja, und wo kaufe ich es und wie kaufe ich es und macht es Sinn, das Gold bei der Bank zu lassen und sich ein Zertifikat geben zu lassen und ähnliche Dinge. Erstmal grundsätzlich, wie siehst du die Entwicklung unserer Währungen, so sage ich mal, so vielleicht Prognose auf die nächsten paar Jahre, auf die nächsten 10 Jahre. Ich weiß nicht, wie weit man das überhaupt machen kann. Ja, also die Papierwährungen und auch das Giralgeld, das, was wir heute klassischerweise als Währung verwenden, und zwar so ziemlich in allen Ländern, das ist zurzeit ein offensichtliches Auslaufmodell und das wird immer deutlicher. Denn es ist ja faktisch durch nichts gedeckt. Es ist ein Fiat-Geld, das per Buchungszeile in den Bankcomputern entsteht, hat also keinen intrinsischen Wert. Und wird, um zu verschleiern, dass eigentlich alle Institutionen, Privatleute und Unternehmen schon komplett überschuldet sind, massenhaft neu hergestellt und dann in leider Gottes sehr begrenzter Weise in Umlauf gebracht. Also die massenschaftshafte Gelderzeugung, die wir heute bei den Zentralbanken erleben, hat zum großen Teil den Grund, dass es anders gar nicht mehr möglich wäre, die Schulden oder zumindest die Zinsen auf die Schulden zu bezahlen, die heute auf der ganzen Welt existieren. Der Grund dafür ist eben das Schuldgeldsystem, das Geld schon bei seiner Erzeugung eine in Wahrheit doppelt so hohe Schuld herstellt, einer beim Kreditnehmer und eine gleich hohe bei der Bank. Und dieser Unsinn kann natürlich nicht aufgeholt werden. Üblicherweise gibt es einen Zusammenbruch alle 70, 80 Jahre. Jetzt hat man ja seit dem letzten Crash 1929, Anfang der 30er, das Zeitfenster ohne dies schon auf beinahe 90 Jahre ausgedehnt. Aber viel länger wird es nicht mehr gehen. Das heißt, wir erleben jetzt in absehbarer Zeit einen Paradigmenwechsel. Ob der dann durch Zusammenbruch, im schlimmsten Fall so die letzten beiden Male auch durch einen Krieg begleitet, vonstatten gehen wird oder ob es eine friedliche Lösung gibt durch Kooperation mehrerer Länder, Regionen und Machtblöcke, das steht noch in den Sternen, aber ich glaube, die Zeichen stehen gut, dass wir friedlich durch diese Paradigmenwechsel kommen. Was hat dann das Gold letztendlich für uns für einen Wert? Wenn die Währungen crashen,
Wie wird sich dann der Goldkurs entwickeln? Und wenn die Währung crasht, ist Gold in kleinen Stücklungen für den Konsumenten dann noch eine Möglichkeit, ich sag mal, eine Brot und eine Wurst oder einen Käse zu kriegen? Wie siehst du das? Ja, das hängt zum überwiegenden Teil davon ab, ob wir auf friedliche Art und Weise durch die Krise kommen oder nicht. Wenn es unfriedlich wird, das heißt, wenn Bürgerkrieg vor der Tür steht beispielsweise oder ein richtiger Krieg, dann wird das Gold uns wahrscheinlich auch nicht sehr viel helfen, weil wir müssen davon ausgehen, dass wir dann geplündert werden. Wenn wir es aber friedlich schaffen, dann kann Gold natürlich ein Wertanker sein. Dann macht es Sinn, einen gewissen Prozentsatz als Reserve zu halten, und zwar als Wertreserve und nicht als Spekulationsreserve. Der Goldpreis wurde ja in der Geschichte auch immer wieder nachweislich manipuliert, das ist gar keine Frage. Aber wenn wir uns die Kursverläufe ansehen, bei weitem nicht so stark wie die sogenannten Kryptowährungen, die jetzt überall gehypt werden. Die sind also mindestens siebenmal so stark in der Wertschwankung verlaufen, sodass das Gold im Vergleich dazu, auch wenn man sich die 100- oder 1000-jährige Geschichte dieses Metalls anschaut, einen wesentlich besseren Sicherheitsanker darstellt als Kryptowährungen. Das heißt, ein Teil meiner Reserven, ich sage jetzt mal, wenn die durchschnittliche Familie jetzt 50.000 Franken auf dem Sparkonto hat und ich gehe hin und sage, gut, ein Drittel dessen hole ich mir jetzt in Gold, also in kleinen Barren, wo ich auch dann eventuell beim Bäcker, beim Metzger, wo auch immer, das tauschen kann gegen Lebensmittel oder gegen das, was ich brauche. Das wäre ein vernünftiger Ratschlag. Hingegen das ganze Geld jetzt in Gold zu tauschen, da, glaube ich, würdest du jetzt sehr davon abraten. Ja, würde ich. Und diese Drittel oder 40% oder was auch immer Reserve, die du da vorschlägst und die ich auch für vernünftig halte, da muss man sich natürlich genau anschauen, in welcher Stückelung man das Gold dann kauft. Ein großer Barren macht keinen Sinn. Auch kleine Einheiten, die man in Plastikfolie eingeschmolzen und mit Zertifikaten heute schon erwerben kann und die sich dann eher quasi als alltägliches Geld, also für eine Geldfunktion eignen, ist es wichtig, wo man die dann aufbewahrt. Von Banken würde ich komplett abraten, denn was die Menschen noch immer nicht verstehen, ist, dass immer, wenn sie etwas zur Bank tragen, sie in Wirklichkeit ihr Eigentum aufgeben. Sie haben nur noch eine Nominalforderung gegenüber der Bank. Ich wäre auch bei Papiergold, also bei Goldzertifikaten, extrem vorsichtig, denn es kann ihnen wirklich keiner garantieren, dass es für dieses Papier irgendwann auch wirklich den Rohstoff gibt. Da gibt es teilweise erschreckende Erfahrungen, die mitgeteilt werden, und davon kann ich nur abraten. Aber sonst kann man natürlich aus der bisherigen Erfahrung im Finanzbereich eines sagen. Es gibt ein wunderschönes Zitat, damals noch von Alan Greenspan ausgesprochen, wo ich ihm nur beipflichten kann. Greenspan hat einmal gesagt, nur Gold ist Geld, alles andere sind Schulden. Das war eine klare Aussage dazu. Diese ganze Thematik mit dem Gold heißt also dann hinzugehen, wirklich zu differenzieren. Und jetzt haben wir ja noch einen anderen Punkt. Egal auf welchen Goldhandelsplatz, es gibt ja viele Firmen im Internet, die Gold anbieten, draufgehe. Ja. Leider finde ich immer unterschiedliche Grammpreise. Ja. Jetzt haben wir ja diese Thematik London Fixing. Warum können die Anbieter nicht zum Goldpreis verkaufen, wie er in London ausgelotet wird? Naja, das wäre natürlich fein, aber dann schaltet man natürlich die Erträge der ganzen Zwischenhändler aus. Und dieser Londoner Fixing-Preis, der kommt ja auf sehr dubiose Art und Weise, einfach durch ein paar Telefonate von Insiderkreisen zustande, seit es diese Art der Preisfestsetzung gibt. Also ich glaube gerade, dass das Goldpreisfixing ist so ziemlich ein Musterbeispiel dafür, dass die sogenannten freien Märkte noch nie wirklich frei und als Markt funktioniert haben, sondern dass es immer eine Absprache und ein Steuerungsinteresse im Hintergrund war, das letztlich dann per Preis durchgesetzt wurde. Ich habe noch eine andere Frage, Franz. Und zwar habe ich vor nicht allzu langer Zeit in einem Schweizer Magazin einen Artikel gelesen, dass die Rothschilds sich in den letzten 2 Jahren von ihren Aktienbeteiligungen und anderen Investments getrennt haben und Gold gekauft haben. Und dann steht in dem Artikel drin, ich werde den später nochmal zeigen, dass dort eine Aussage getroffen wurde, dass man vermutet, dass der Goldpreis sich in den nächsten Jahren, man hat sich da nicht genau festgelegt, also 3 bis 5 nehme ich mal an,
auf 8.000 Dollar die Unze entwickeln würde. Wie siehst du so eine Prognose? Naja, dass solche Prognosen sind immer sehr, sehr zwiespältig zu sehen, denn das lockt die Menschen natürlich teilweise auch mit Spekulationsabsichten ins Gold hinein. Sicherungsabsichten, wenn es also um die Absicherung meines Lebensstandards und meiner heutigen Werte geht, denen kann ich beipflichten, das ist vernünftig und sinnvoll. Alles das, was also jetzt einen zusätzlichen Wertzuwachs erwartet, das ist im Kern natürlich Spekulation. Das kann eintreffen, muss aber nicht. Nur kann man eines sagen, die Gefahr eines Absturz vom heutigen Niveau ist bei Gold unvergleichlich niedriger als bei den ganzen Kryptowährungen. Was beim Gold noch wichtig ist zu wissen, was vielleicht auch in einer gewissen Grenze diese Kursanstiegswahrscheinlichkeit und die Erwartungen nähern könnte, ist der Umstand, dass in China offen überlegt wird, die nächste Währung, die da angedacht wird, und vergessen wir nicht, möglicherweise wird ja der Renminbi irgendwann auch zur neuen Weltleitwährung, die neue Währung goldgedeckt auf den Markt zu bringen. Und wenn man weiß, dass die Chinesen ihre wahren Goldvorräte noch nie bekannt gegeben haben und man bestenfalls nur schätzen kann, wie viel die in den letzten Jahren zugekauft haben, dann lässt sich daraus schon mit hoher Wahrscheinlichkeit ableiten, dass Gold auf den Finanzmärkten in der Zukunft eine ganz andere Rolle, eine viel wichtigere Rolle noch spielen wird als heute. Das sind ja Aussichten, die auf der einen Seite immer wieder zu gewissen Ängsten führen, aber da will ich auch die Menschen beruhigen. Wie gesagt, wir müssen nicht in die Angst gehen, wir müssen nur logisch handeln. Und dass natürlich ein Gold, was ich als Edelmetall in der Hand halte, mehr Wert besitzt wie ein Stück Papier, wo eine Zahl draufsteht. Ich glaube, das ist vielen unseren Zuschauern schon geläufig. Und wenn du berätst, Franz, wie würdest du heute einen Anleger beraten? Ja, es hat ja dieses Geheimnis gegeben. Viele haben das jüdisches Geheimnis genannt. Ich möchte mich jetzt nicht wieder Antisemitismusvorwürfen aussetzen für die Anlage. Und da sprach man von einem Drittel Aktien, einem Drittel Immobilien und einem Drittel Gold. Ich würde sagen, bei den Aktien ist mir inzwischen das Risiko zu groß. Also würde ich es halbieren auf Immobilien und auf Gold. Wobei ich bei Immobilien sehr darauf achten würde, wo genau der Eigentumstitel dann eingetragen ist. Und bei Gold wäre es eben wichtig, in welches Depot man das dann gibt. Denn einerseits, wie gesagt, soll es keine Bank sein. Und andererseits müsste das etwas sein, wo man in Krisenzeiten dann auch sicher den Zugang hat. Also am besten irgendwo privat verwahren, wo man weiß, dass man da nicht bestohlen wird oder anders übervorteilt. Und ja, wie gesagt, ganz wichtig ist bei der Geschichte, dass so ein Kauf natürlich möglichst anonym und möglichst seriös abläuft. So ist es auch nicht an die große Glocke zu hängen, wer jetzt irgendwelches Gold besitzt. Ganz genau. Das ist absolut wichtig. Und zum Unterschied zwischen Gold und den Kryptowährungen gibt es natürlich noch festzustellen, mit physischem Gold kann ich auch bezahlen, wenn mal der Strom weg ist. Da bleibt mir nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage ganz herzlichen Dank nach Wien zu Professor Dr. Franz Hörmann für dieses kurze Statement zum Thema Gold und Währungen. Alles Gute dir, Franz, und vielen Dank für das Interview. Hoffentlich bis bald. Ciao, Wiedersehen. Ade. Ich danke nochmal dem Professor Dr. Franz Hörmann für die Bereitschaft, mir da ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Auch für Sie, liebe Zuschauer, ist es mir wichtig, dass Sie aus berufenem Munde nochmal die Informationen hören. Und wie gesagt, es geht mir darum, ich sitze hier auf diesem Stuhl, um meinen Zuschauern die Informationen zu geben, die ich bestens recherchiert habe und ihnen sagen kann, da ist der London Fixing Preis, das ist der Goldkurs. Zu diesem Goldkurs können Sie über den beschriebenen Weg, und das fasse ich nochmal zusammen. Wir blenden gerade nochmal die Seite ein, über den aktuellen Preis London Fixing können Sie sich informieren, das ist auch Bestandteil dann der Bestellung. Über die Website www.kitco.com. Auf dieser Website sehen Sie den aktuellen Tageskurs, der im Moment Gramm Schweizer Franken
bei 40,43 steht. Während wir die Sendung gemacht haben, gab es hier einen Zuwachsprogramm von ungefähr 35 Cent. Also man sieht, wie interessant das ist. Das ist auch spannend, die Geschichte. Und wie gesagt, Sie haben vielleicht Kinder, vielleicht wollen Sie irgendwann den Wert weitergeben und haben jetzt das Geld auf der Bank und denken, upsala, was passiert? Ich habe mein ganzes Leben dafür gearbeitet. Wenn das Geld plötzlich nichts mehr wert ist, dann kann ich meinen Kindern nichts geben und so weiter und so weiter. Also es gibt 1000 Überlegungen dafür, aber wie gesagt, keine Angst, keine Panik, darum geht's nicht. Es geht um eine gute Strategie, wie ich mich absichere, wenn unser Geldsystem mal gegen die Wand fährt, weil die Gefahr besteht leider immer. Und selbst die wichtigen Herren, habe ich Ihnen vorher vorgelesen, gehen davon aus, dass das irgendwann passieren wird. Aber eins wissen wir auch, die sind uns immer einen Schritt voraus. Wie können Sie jetzt die gerade auf Ihrem Fernsehschirm zu sehenden Goldbarren erwerben? Ich halte noch einmal fest, es gibt drei verschiedene Größen, die wir anbieten. Das musste man aus Rationalisierung machen, dass keine unnötigen Kosten entstehen. Ein 5-Gramm-Barren, ein 20-Gramm-Barren und ein 100-Gramm-Barren. 100 Gramm, das ist auch noch okay. Wenn Sie jetzt da hingehen, da haben Sie da ungefähr 4.000 bis 5.000 Franken in der Hand. Wenn man sich eine Maschine, ein Auto kaufen will, ist das immer noch so. 2 Barren sind 10.000 Franken. Das passt immer noch. Wie tun Sie es? Am Ende der Sendung blenden wir für Sie die Telefonnummer, Beratungs- und Bestellhotline sowie eine E-Mail ein. Dort können Sie anrufen oder hinschreiben. Dann sollten Sie am besten vor einem Computer sitzen, dass Sie zeitgleich das Gleiche sehen wie der Controller bei der Adama Swiss. Dann legen Sie fest, was Sie haben wollen. Sie bekommen das zugeschickt. Sie überweisen auf das Treuhandkonto der Zürcher Anwaltskanzlei. Und wie gesagt, circa 6 Wochen dauert dann der Ablauf. Und dann bekommen Sie die Information, Ihr Gold ist eingetroffen oder Ihre Bestellung ist eingetroffen. Und dann können Sie das vor Ort abholen oder wie Sie wollen zuschicken lassen, was auch immer per Kurier. Da gibt es 1000 Möglichkeiten. Und Sie können auch ein Schließfach anmieten und können es dort deponieren. Also da sind Ihnen alle Lösungen offen. Das Wichtige ist, dass Sie den Ablauf, das kriegen Sie also so, wie Sie es hier in Händen halten, von Adama Swiss zugeschickt. Da ist genau definiert, was der macht. Da stellt sich die Mine vor. Sie bestellen, wird Pulvergold gesammelt, Schmelzerei, Zoll, was weiß ich. Und dann Auslieferung. Und hinten sind alle Daten festgehalten, der Repräsentanz, des Lieferanten, die Treuhandkonten. Es ist alles drauf und es kann für Sie der Start sein in eine bedenkenlose Zukunft. Denn wenn man sich absichert, und das muss man heute leider tun, obwohl, wenn ich immer wieder in die Bibel schaue und lese dann den Satz und er weidet mich auf einer grünen Aue, auf dass es mir an nichts mangelt. Und heute kenne ich mehr Menschen, die im Mangel leben wie in der Fülle. Warum? Weil diese Systeme uns dazu zwingen. Und auch da gibt es Lösungen, an denen ich lange gearbeitet habe. Das werden wir aber in Kürze informieren. Ja, meine Lieben, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir schauen uns noch einmal den Goldkurs an bei Kitco auf der Seite. Das ist jetzt heute, wie gesagt, 23. Oktober. Heute habe ich die Sendung hier aufgezeichnet. Und da sehen Sie den Goldkurs nochmal zu Ihrer Erklärung über diese Statistiken, die Sie da sehen, wie sich der Goldkurs entwickelt. Wenn die Prognose für den Tag stimmt, dann würde ich noch ein bisschen abwarten, dass das Gold vielleicht noch wieder ein paar Cent runterfällt. Weil das vermutet man zum Tagesende. Woher diese Vermutung kommt, weiß ich zwar nicht, aber ich sage immer, verfolgen Sie das 2-3 Tage, informieren Sie sich ein bisschen über die entsprechenden Seiten, die es im Internet gibt. Und wie gesagt, hier haben Sie eine ganz gute Seite und schauen Sie sich diese Entwicklung an. Also da geht's hin und ich sage, es geht weiter. Und was die Herren eben gesagt haben, das haben Sie auch gehört. Und auch da denke ich, dass der Kurs wieder ganz schön nach oben schnellen wird. Zumal wir brauchen eine Katastrophe, liebe Zuschauer, ein Problem auf den Finanzmärkten und batsch geht alles in Gold. Und wenn der Hype einmal losgegangen ist, dann ist es natürlich ein Problem, weil dann ist der Kurs plötzlich die Unze auf 1600, 1800 oder gar 2000 Schweizer Franken oder Dollars. Und dann wird es natürlich teuer.
Also zur richtigen Zeit, sage ich immer, einsteigen, dann hat man immer die besten Karten und das ist eine langfristige, eine Sicherheitsanlage. Das heißt, das können Sie auch vererben. Es wird immer mal ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr wert sein, aber eins kann ich Ihnen garantieren, es wird nie nichts wert sein. Was bei, wie gesagt, Papiergeld leider nicht so ist, da haben wir ein großes Risiko dahinter, dass das irgendwann, wie gesagt, nicht mehr das Papier wert ist, auf dem es gedruckt ist. Und wenn Sie dem Professor Hörmann zugehört haben und seine Publikationen lesen, dann wissen Sie, dass Geld ein Schuldschein ist und nichts anderes und eigentlich der Wert, der früher goldbasiert war, nicht mehr vorhanden ist, weil diese Anbindung wurde auch, dass man mehr Geschäfte machen kann, aufgehoben, aber es gibt bereits Bestrebungen und meine Informationen, die aus Moskau und aus Peking kommen, lauten da, dass man daran ist, eine neue Währung, die goldbasiert wieder ist, dass man diese auf den Markt bringen will. Das heißt, einen Crash in die eine oder andere Art wird es geben und ich hoffe nur, dass Sie ihn gut überlegen und das überleben. Und deswegen bin ich froh, dass wir das jetzt geschafft haben, weil ich sagen kann, jeder kann in vernünftigen Größen Gold kaufen zum ehrlichen Preis und zwar zu dem, der in London festgelegt wird. Ja, meine Lieben, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Wie informieren Sie sich quer? Lesen Sie auch alternative Medien? Tun Sie sich nicht nur am Mainstream informieren, weil da halt nur eine Meinung verbreitet wird und das muss nicht die richtige sein. Entscheidend ist, dass Sie sich quer informieren. Schauen Sie im Internet nach, lesen Sie Zeitschriften, wie zum Beispiel hier das Magazin 2000, kommt immer zweimonatlich raus und ist auch erschwinglich, kostet 15 Schweizer Franken, in Deutschland kostet es 8,20 Euro. Naja, dann ist es hier etwas teurer, verdient auch hier mehr Geld, ist in Ordnung. Dann können Sie das oder Mysteries oder Raum und Zeit, lesen Sie solche Magazine, da gibt es Informationen drin, die wir in anderen Quellen nicht finden, weil man sie uns einfach vorenthalten will. So, meine Lieben, meine Sendezeit geht zu Ende. Wir wollen Sie noch ein bisschen in dem Besitztraum des Goldes schwelgen lassen. Wir zeigen noch einmal die Barren. Ich drehe sie auch mal rum, dass Sie noch mal die andere Seite sehen, wie toll der auf der Rückseite gemacht ist, weil auch da tut man natürlich was und da sehen Sie auch noch mal die ganzen Aufschriften, die Grammatur, der Strichcode, die Nummer ist drauf und anderes und ein tolles Symbol haben Sie da eingegossen. Also jede Schmelzerei macht es da etwas eigen. Entscheidend sind, wie gesagt, die Grammaturaufdrucke, entscheidend ist der Strichcode, entscheidend ist die Nummer und da gibt es sogar eine Website, wo Sie nachgucken können, ob es Ihren Goldbarren gibt. Also da sind Sie auf der sicheren Seite und Sie können sich vorstellen, ich sitze jetzt hier 7 Jahre, ich werde Ihnen nichts erzählen, was ich nicht auf Herz und Nieren geprüft habe und was gut ist für meine Zuschauer. In diesem Sinne, meine Lieben, schauen wir noch einmal auf den Goldkurs. Immer noch 40,43, das heißt, er ist geblieben, wo er war. Dann sind wir alle zufrieden. Ihnen wünsche ich eine goldene Zukunft und bestes Gelingen bei Ihren Vorhaben. Freue mich, Ihnen das heute vermitteln zu können und danke, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal.